Sie können sich erinnern, dass wir in der Einführung darüber gesprochen haben, dass im 16. Jahrhundert in den Niederlanden grundlegende Umwälzungen geschehen sind in ökonomischer, politischer, religiöser und kultureller Hinsicht. Und wir konzentrieren uns heute auf die Umwälzungen innerhalb der Religion. Ich werde eine kleine Einführung geben und dann werden wir uns mit den Bildern beschäftigen. Die katholische Religion hatte sich in den ersten 4 Jahrhunderten nach Christus allmählich gebildet. Also das muss man sich immer vor Augen halten, das hat ungefähr 400 Jahre gedauert. 400 Jahre ist eine lange Zeit. So lange hat es gedauert, bis sowas eigentlich fassbar war wie die katholische Religion. Davor gab es unzählige sich bekämpfende, ganz unterschiedliche Strömungen und eigentlich erst vor allem mit Augustin hat sich das einigermaßen etabliert. Aber sie hat sich natürlich dann über die Jahrhunderte verändert, war durch Ketzerbewegungen immer wieder angegriffen worden und hat darauf einerseits mit Verfolgung reagiert, aber andererseits auch mit Neugründung von Orden. Also Bernhard von Clairvaux mit den Zisterziensern, die Franziskaner, die Dominikaner etc. Also es gab immer wieder, man weiß das viel zu wenig, durch das ganze Mittelalter hindurch massive sogenannte Ketzerbewegungen. Also Ketzer ist so ein negativ besetztes Wort, das waren einfach Bewegungen, die massiv gegen die Kirche angegangen sind, aus vielen Gründen. Und die Kirche hat, wie gesagt, einerseits mit Unterdrückung und Verfolgung reagiert und andererseits wurden immer neue Orden gegründet, um gewisse Dinge zu integrieren. Aber im 16. Jahrhundert fand mit der Reformation eine veritable kirchliche Revolution statt. Also was jetzt im 16. Jahrhundert passiert ist innerhalb der Religion, ist wirklich etwas Neues. Es kommt auf eine vollkommen neue Stufe. Es gab nicht mehr die eine einzige katholische Kirche, sondern mehrere. Es gab nicht mehr die eine einzige Wahrheit, sondern mehrere. Und das war eine Erschütterung von bislang unbekanntem Ausmaß. Natürlich kam diese Revolution nicht plötzlich und sie wurde nicht von einer oder nur wenigen Personen initiiert. Es ist immer so, dass wenn revolutionäre Bewegungen entstehen, ist es ein dialektisches Zusammenspiel von mehreren Faktoren, ist eine lange Geschichte mit komplexen Ursachen, dann gibt es einen Anlass und dann natürlich auch Personen, die einen entscheidenden Anstoß geben. Luther, Calvin, Zwingli und andere waren führend, aber die kamen natürlich nicht aus dem Nichts. Es gab viele Voraussetzungen, ich erwähne das hier nur ganz kurz. Das eine ist sozusagen die große Strömung der Devotia Moderna des Gerd Grote, also das stammt aus dem späten 14. Jahrhundert, ging dann durch das ganze 15. Jahrhundert, hat sich in der Gründung der Windesheimer Kongregation, das ist in der Nähe von Zwolle, sozusagen gefestigt. Und die nannten sich, also die dort in dieser Kongregation zusammen waren, Brüder vom gemeinsamen Leben. Und was sie verbunden hat, ist die Vorstellung einer Verinnerlichung des individuellen Glaubens. Das ist natürlich, letztlich heißt das, dass die Kirche als allein seligmachender Weg zu Gott, dass das in Frage gestellt wird. Also, da war schon sozusagen in dieser Kongregation, bei den Brüdern vom gemeinsamen Leben, war schon die Vorstellung da, es geht eigentlich um den inneren Glauben, es geht um das Individuum, das Verhältnis des Individuums zu Gott. Und es ist nicht so, dass das alles nur immer über die Kirche, über Beichte und Absolution etc. läuft. Es ging sehr stark um eine Verachtung der Welt und eines veräußerlichten Lebens. Und wofür sie standen, war Einfachheit und Spiritualität. Und natürlich ganz stark war das von der Mystik beeinflusst. Hier setzte dann Thomas à Kempis ein, also das ist jetzt 15. Jahrhundert, der ist 1471 gestorben. Und seine Schrift, De Imitatione Christi, war eine der meistgelesenen Schriften des Spätmittelalters. Er war Chorherr der Windesheimer Kongregation, also das heißt, er war einfach einer der bedeutenden Köpfe dieser Brüder des gemeinsamen Lebens.
Ich sage das sozusagen, ich sage das so ausführlich, weil ich Ihnen einfach klar machen will, dass, weil das ja manchmal jetzt auch in dem Lutherjahr manchmal so rauskommt, wie wenn das Luther das alles sozusagen erfunden hätte. Das ist sehr häufig so, dass man das dann diesen großen Helden zuschreibt, aber das passiert nie so in der Geschichte. Ja. Es muss ein Boden vorbereitet sein. Das sind immer sehr komplexe Bewegungen. Dann gibt es bestimmte Anlässe und dann gibt es natürlich führende Persönlichkeiten, die das praktisch in die Hand nehmen. Luther hat übrigens zu dieser Windesheimer Kongregation geschrieben, wenn alle Klöster so wären wie die Brüderhäuser, wäre die Kirche allzu selig schon in diesem Leben. Also er hat das natürlich gekannt und auch sehr geschätzt und hat auch gesehen, dass das eigentlich mehr oder weniger auch so seiner Forschung von Kirche entsprechen würde. Also wie gesagt, es gab im Laufe des Mittelalters und insbesondere des Spätmittelalters immer wieder Ketzerbewegungen, die die Kirche massiv kritisierten, und zwar vor allem ihren Reichtum, ihre Abwendung vom Frühchristentum, ihre Macht und den Machtmissbrauch. Mit dem Anwachsen der Städte und damit des Geldwesens wuchs die Kritik. Die Kritik richtete sich vor allem, also neben der Unzucht, also der Verlogenheit des Zölibats, das nie eingehalten wurde, so wie das ja heute nicht eingehalten wird, also neben der Unzucht richtet sich der Widerstand vor allem gegen den Ablasshandel. Der Ablasshandel, und der bekommt natürlich mit dem Geldwesen eine neue Dimension. Der Ablasshandel bedeutet, man begeht Sünden, kann aber durch Geldzahlungen davon befreit werden. Also man ist schon auch eine eigenartige Vorstellung, also wie wenn Gott eigentlich bestechlich wäre. Ja. Ich sündige, aber dafür zahle ich nachher so und so viel Geld oder ich stifte eine Kirche oder ein Altarbild, dann ist alles wieder gut. Also das ist so die, hier hat sich das dann sozusagen entzündet. Und der Anlass, dann gab es einen ganz konkreten Anlass, der Anlass war, die auf den 31. März 1515 datierte Ablassbulle von Papst Leo X. Und diese Ablassbulle sollte dem Neubau des Petersdomes in Rom dienen und auch dem Mainzer Erzbischof Albrecht von Brandenburg. Also, sowohl der Mainzer Erzbischof wie aber auch der Papst haben sozusagen diese Ablassbulle verfasst, und das bedeutet, man bekommt, wenn man so und so viel zahlt, bekommt man einen Ablassbrief, der einen sofort und auch in der Todesstunde abgelegten Beichte die zeitliche Sündenstrafe im Fegefeuer für fast alle Sünden vergibt. Also man braucht dann gar nicht mehr ins Fegefeuer, um dort alle Sünden abzubüßen, sondern man kann gleich ins Paradies, obwohl man so und so viele Sünden eigentlich hinter sich hat. 1517 stellte Luther seine 97 Thesen gegen den Ablass vor. Und das war der Auftakt zur Reformation. 1521 wurde Luther am Reichstag in Worms durch den Papst als Ketzer gebrandmarkt und exkommuniziert. Er wurde aber durch Freunde entführt und heimlich auf die Wartburg gebracht. Dort hat er ja dann auch seine Texte geschrieben. In Deutschland führten die Angriffe gegen die Papstkirche letztlich zum Deutschen Bauernkrieg von 1525. Und der war, wie das eigentlich immer der Fall ist, nicht allein religiös bestimmt, sondern hatte auch soziale Gründe. Wir sprechen in diesem Fall von sozial-religiösen Bewegungen. In den Niederlanden entfalteten sich lutherische, aber auch calvinistische und täuferische Bewegungen. Calvin war viel rigider als Luther und die Täufer hatten anti-institutionelle Züge. Daneben gab es die humanistische Strömung ausgehend von Erasmus. Erasmus von Rotterdam übte scharfe Kritik an der katholischen Kirche, blieb aber zeitlebens in der Kirche und schloss sich nicht der Reformation an. Er trat für religiöse Toleranz ein und ein inneres Christentum. Entscheidend für Erasmus war die Vita Christiana, also ein individuelles Leben nach ethischen Prinzipien, wie sie von Jesus und von Paulus vorgezeichnet waren. Die Ausübung äußerlicher religiöser Praktiken lehnte er ab. Und neben ihn, aber auch auf ihn aufbauend, gab es sehr radikale Bewegungen, ausgehend vor allem von Sebastian Franck, auf den wir immer wieder zu sprechen kommen werden. Wir nennen diese ganze Bewegung Spiritualisten, weil sie eben für ein spirituelles Christentum eintraten.
In den Niederlanden verband sich die Reformation mit einer Bewegung gegen Habsburg, gegen die Fremdherrschaft, gegen die Steuerlast. Und da wandten sich jetzt wirklich alle Schichten gegen Spanisch-Habsburg und die päpstliche Kirche. In den 1560er Jahren spitzte sich der Widerstand zu. Habsburg reagierte mit der Inquisition, Andersgläubige wurden gefoltert, verbrannt, gehängt und gerädert. In der bildenden Kunst entstanden neue Ikonografien, beispielsweise Bilder, die sich um die Figur von Johannes dem Täufer bildeten, insbesondere die Predigt von Johannes dem Täufer und die Taufe Christi. Bereits Ende des 15. Jahrhunderts begann diese Figur des Johannes eine größere Rolle zu spielen. Was ich Ihnen hier zeige, ist ein Bild von Gerten Tocint Jans, einem Nordniederländer aus dem späten 15. Jahrhundert, wo Sie diesen Johannes in der Wüste, also es ist nicht sehr wüstenartig, Johannes sozusagen in der Wüste sehen. Das ist sozusagen, hier ist es eigentlich wie ein Ideal der Devotia Moderna, also des meditativen Seins in der Natur und in der Einsamkeit. Und diese melancholische Geste, wunderbar, wie er also sein Kinn in die Hand stützt und einen Fuß über den anderen legt, also wo man so richtig sieht, ein religiöser Mensch, der in der Natur nachdenkt. Und eben, das ist noch sehr stark diese Vorstellung der Devotio Moderna. Später schaut das dann etwas anders aus. Ich zeige Ihnen hier Herimette Blaise, die Predigt des Johannes. Ich habe Ihnen das Bild schon gezeigt, aber im Zusammenhang mit der Weltlandschaft. Das erinnert aber jetzt nun wirklich an die vielen Predigten, die außerhalb der Kirche predigten. Also Sie müssen sich vorstellen, die alle, die jetzt irgendwie innerhalb dieser protestantisch reformierten Bewegung waren, haben gepredigt, aber natürlich nicht in einer Kirche, sondern irgendwo in der Landschaft. Und die plötzliche Häufung dieser Ikonografie, dass wir so sehr viele Bilder haben, mit Johannes, der da irgendwo in der Landschaft predigt, hat sicher mit diesem Umstand zu tun. Hier zeige ich Ihnen eine Verbindung von Taufe Christi und Predigt von Johannes, von Gerard David um 1510. Und hier sehen Sie, dass der Engel noch ein kirchliches Ornat trägt. Also hier, das ist noch, denke ich mir, innerhalb des Bildes sowas wie doch noch eine Anerkennung eigentlich der kirchlichen Ordnung. Oder Patimir, dieses Bild kennen wir auch schon. Ich zeige es Ihnen jetzt hier einfach nicht unter dem Aspekt der Weltlandschaft, sondern unter diesem Aspekt, dass diese neue Ikonografie, Taufe Christi und Predigt Johannes, in der Landschaft, dass das im frühen 16. Jahrhundert plötzlich beginnt, eine so große Rolle zu spielen. Also das ist eben, wenn man jetzt eine rein kunstimmanente Betrachtung machen würde, würde man sagen, ja, da gibt es plötzlich eine Häufung dieser Ikonografie im frühen 16. Jahrhundert. Wenn man aber sozusagen kulturwissenschaftlich arbeitet, würde man sagen, was ist denn der Grund? Das muss ja irgendeinen Grund haben, der nicht kunstimmanent sein kann. Und ich denke mir, das liegt jetzt hier auf der Hand. Und jetzt etwas später, Heemskerk 1563. Und hier, also da sind wir natürlich jetzt schon weiter, also wo massive protestantische Bewegung und auch schon eben massiver Druck dagegen ist. Und da, denke ich mir, kann man wirklich sehen, dass das was auch schon mit der Täuferbewegung zu tun hat, weil es ist ja nicht nur Christus, es ist ja jetzt nicht nur die Taufe Christi, sondern es sind viele, die offensichtlich am Wasser sind und ins Wasser gehen und sich sozusagen taufen lassen. Und ich denke mir schon, dass das jetzt auch etwas mit der Täuferbewegung zu tun hat. Die Täuferbewegung war eine Bewegung, die davon ausgegangen ist, dass man Kinder nicht nach der Geburt taufen lassen soll, sondern dass sie selber aus eigener Entscheidung und eigener Überzeugung sich erst taufen lassen, wenn sie erwachsen sind. Das ist natürlich eine Vorstellung, die der Kirche entgegengesetzt ist. Also dass man nicht jetzt von vornherein Teil dieser Kirche ist, sondern dass das ein ganz bewusster Akt ist. Und die Täufer waren überhaupt ganz eine Bewegung, die sich sehr stark gegen die Institution der Kirche gerichtet hat. Ja, und hier sehen Sie das Bild von Bruegel, ich habe Ihnen das auch schon mal kurz gezeigt.
der dieses Thema auch aufgenommen hat. Und Sie sehen, dass typisch auch für Bruegel jetzt diese Johannes bei dieser Predigt eigentlich nicht unbedingt im Zentrum steht. Es ist auch jetzt nicht die Taufe Christi dargestellt, sondern es ist eigentlich die Masse der Zuhörenden, die hier thematisiert wird. Also typisch Bruegel, es geht weniger um ein bestimmtes Ereignis oder um einen bestimmten Helden, sondern es geht immer um die Auswirkungen eines bestimmten Ereignisses. Ja, und jetzt möchte ich mit Ihnen ein Bild anschauen, die Kreuzfahrung Christi, über die ich sehr intensiv gearbeitet habe und auch einen Aufsatz geschrieben habe, wo ich glaube, dass man hier, also die religiöse Problematik, die da dahinter steht, sehr gut sehen kann. Und wir wollen uns dieses Bild jetzt sehr genau anschauen. Das Bild ist bei uns in Wien, Sie kennen es ja wahrscheinlich alle, es ist signiert und 1564 datiert. Wir wissen, dass es schon 1566 im Besitz des reichen Kaufmanns Nikolaus Jonkeling nachgewiesen ist, der 16 Bilder von Bruegel besessen hat, unter anderem die Monatsbilder. Diese Kreuztagung ist in eine weite Übersichtslandschaft gesetzt. Sie wirkt eigentlich wie eine Jahrmarktszene. Erst auf den zweiten Blick ist die Handlung als solche zu identifizieren. Also wenn ich mit Studenten im Museum war, habe ich immer gefragt, gehen Sie von Ihrem ersten Eindruck aus, was ist das? Dann kam eigentlich immer, es ist unglaublich chaotisch, es ist wie irgendwie eine Jahrmarktszene, aber man hat eigentlich nicht auf den ersten Blick gesehen, es ist eine Kreuztragung Christi, sondern das sieht man zuerst eigentlich nicht und das ist aber auch entscheidend. Christus besetzt zwar die Bildmitte, ist aber winzig klein, in der Masse kaum sichtbar. Seine Gesichtszüge sind undeutlich, das graufarbene Gewand sticht nicht hervor. Christus ist unter der Kreuzeslast zusammengebrochen. Lediglich die Schergen kümmern sich um ihn. Hinter dem Kreuz, das sehen Sie dann im Hauptbild, folgt die Nobilität zu Pferde, also die Vornehmen reiten zu Pferde, kümmern sich aber eigentlich nicht um ihn. Deutlich von der übrigen Szene abgesetzt, findet sich im Vordergrund die Beweinungsgruppe mit Maria, Johannes und zwei Klagen. Die Gruppe setzt sich nicht nur durch die Raumflächenorganisation ab, sondern auch durch den Größenunterschied und den Figuren- und Gewandtypus, der an das 15. Jahrhundert erinnert und in schroffem Gegensatz zur zeitgenössisch gekleideten Volksmenge steht. Wir werden darauf zurückkommen. Am Bildrand stehen einige Klagende. Sie mildern gleichsam den abrupten Bruch zwischen der Reposoirschicht im Vordergrund und der Hauptszene, in der niemand klagt. Am äußersten rechten Bildrand in weißem Kittel und Malerkäppchen vermutet die Forschung zu Recht den Maler Bruegel selbst, der die Szene beobachtet. Also nicht Bruegel als Porträt, sondern es ist einfach wie ein Künstler oder ein Maler, der eben einfach nur schaut. Nun, mehr Beachtung als Christus findet ein Mann auf der linken Seite des Bildes, Simon von Kyrene, der von Soldaten mit Waffengewalt gezwungen werden soll, Christus beim Tragen des Kreuzes zu unterstützen. Seine Frau mit gut sichtbarem Rosenkranz auf der Schürze versucht, ihn zurückzuhalten. Die Bedeutung dieser Szene wird durch den Spalier der Neugierigen und deren Aufmerksamkeit hervorgehoben. Der Schimmelreiter vor dem zusammengebrochenen Christus, der gleichsam die rechte und die linke Bildhälfte verbindet, wendet sich ebenfalls Simon zu. In der katholischen Tradition wurde die Bibelstelle, ich zitiere, und zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Kyrene, der vom Felde kam, dass er ihm das Kreuz trüge. Nie dem Wortsinn entsprechend interpretiert. Also in der katholischen Tradition, es gibt unzählige Bilder, die das zeigen, sehen Sie Christus das Kreuz tragen und einen Mann, und das ist eben Simon von Kyrene, der ihm hilft, das Kreuz zu tragen. Und dieser Simon, der Christi Kreuz mitträgt, wurde zur Symbolfigur für eine Menschheit, die bereit ist, Christus Weg zu folgen. Und Sie sehen, in unserem Fall,
Bei Bruegel, wir werden das auch noch genauer verfolgen, ist das nicht der Fall, sondern Simon von Kyrene wehrt sich, stemmt sich dagegen, wehrt sich und weigert sich, Christi Kreuz zu tragen und seine Frau, die angeblich unglaublich fromm ist, mit dem Rosenkranz hält ihn ebenfalls zurück. Die beiden Schächer werden in einem Pferdewagen zur Hinrichtung gekarrt. Zwei Mönche nehmen ihm die Beichte ab, eine Episode natürlich, die zur Zeit biblischen Geschehens natürlich nicht stattfinden konnte, weil da gab es keine Beichte. Also das ist klar, dass das eine Aktualisierung ist auf Bruegels Gegenwart hin. Der Weg nach Golgatha ist von Rädern und Galgen gesäumt. Dort erwartet bereits ein großer Kreis von Menschen, die zum Tode verurteilen. Der Himmel hat sich über Golgatha verdunkelt. Nun, Bruegels Werk steht in einer langen niederländischen Tradition, die auf eine Erfindung aus dem Eickkreis aus dem frühen 15. Jahrhundert basiert, die uns aber leider lediglich in Kopien überliefert ist. Also das ist auch eine Kopie, die befindet sich in Budapest, stammt aus dem frühen 16. Jahrhundert. Es gibt andere Kopien, aber es ist sicher die beste Kopie. Und hier sehen Sie, dass das sozusagen die Grundstruktur darlegt, dass nämlich die Kreuztragung in eine große, weite Übersichtslandschaft gestellt wird mit sehr viel Volk. Diese Kreuztragung hat natürlich auch ihre Vorläufer, und zwar in der sogenannten volkreichen Kreuztragung des Trecento. Ich zeige Ihnen hier Simone Martini. Das ist sozusagen der Beginn. Vorher war das bei Giotto noch oder so, war das wirklich nur Christus, der das Kreuz trägt, oder vielleicht nur Simon, aber nicht eine ganze Menschenmenge. Und hier in Trecento beginnt das, dass das eine ganze Menschenmenge ist, die sich um Christus schart. Was aber hier jetzt sehr entscheidend ist, und Sie werden gleich sehen, was der unglaubliche Unterschied ist zu der Version dann aus dem Eickkreis, hier, das kommt noch aus der Mystik. Und das ist sozusagen der Appell an den Betrachter, mitzuleiden. Alle leiden hier mit, also es ist sozusagen ganz klar, es gibt die Guten, die alle mit Christus mitleiden, und dann gibt es natürlich die Bösen. Aber an den Betrachter wird der Appell sozusagen gegeben, mitzuleiden und sich da sozusagen hineinzusteigern. Und nun, wenn Sie sich jetzt hier nochmal anschauen, dann sehen Sie, was sich da natürlich sowieso verändert hat, ist, dass es in eine große Landschaft hineingesetzt wird. Aber was jetzt ganz entscheidend ist, also nämlich auch für die Rezeption des Bildes, Sie sehen links diese Repoussoirschicht. Eine Repoussoirschicht kommt aus dem Französischen, repoussé, zurückstoßen. Das ist so eine Vordergrundschicht. Also in dieser Repoussoirschicht sehen Sie ein paar Bauern, die vom Felde kommen, und diese biblische Szene einfach betrachten. So wie ein historisches Geschehen. Also das ist jetzt nicht einfach nur der Appell, dieser ungebrochene emotionale Appell, dieser Affekt, sich da sozusagen diese Emotion hineinzubegeben, sondern es gibt dem Betrachter irgendwie eine Möglichkeit, so wie diese Bauern, das einfach, also dieses Geschehen zu betrachten. Im frühen 16. Jahrhundert wurde diese frühalkische Erfindung unzählige Male paraphrasiert. Also wir haben viele Variationen von Quentin Massais, Herinette Blees, dem Braunschweiger Monogrammisten und Peter Arzen. Also Sie sehen, und das ist völlig verschiedene Variationen, aber das Prinzip ist immer eine große Landschaft, rechts oder links, das ändert sich, Jerusalem, dann kommt ein Zug, der sich sozusagen vom Hintergrund, also von der Vergangenheit in den Vordergrund bewegt und in die Zukunft, also nach Golgatha. Und wir haben Christus oft zusammengebrochen, nicht immer, mit einer riesigen Menschenmenge, in der er sozusagen fast untergeht. Und Sie sehen auch hier, wir haben die Bauern, die auf dieses
Geschehen blicken, und wir haben ein Bild von Peter Arzen, leider nur in Schwarz-Weiß, weil das Bild im Krieg, was in Berlin war, zerstört worden ist. Es gibt keine Farbabbildungen. Peter Arzen, auf den wir öfter noch zu sprechen kommen werden, ein Künstler, der kurz vor Bruegel, beziehungsweise also der hat länger gelebt. Dieses Bild ist von 1552, also kurz vor Bruegels Version. Und Sie sehen, dass das jetzt hier auch ziemlich ähnlich ist. Also ein unglaublich, hier sind sogar mehrere Szenen dargestellt. Entscheidend aber wieder, sehen Sie das, es ist dieser Zug der Bauern, die vom Markt kommen und einfach auf dieses Geschehen schauen. Und was sehr erstaunlich ist, was man eigentlich nicht denken würde, wir haben hier, ich hoffe, dass Sie sehen können, wir haben hier tatsächlich schon diese Episode von Simon, der sich weigert, Christi Kreuz zu tragen, und seiner Frau, die versucht, ihn also sozusagen auch zurückzuhalten. Also das ist sicher sozusagen eine direkte Voraussetzung für Bruegel. Und wir haben Hieronymus Bosch, kleines Fragment, was auch in Wien ist. Und hier finden Sie auch etwas, was Bruegel dann weiterführt. Und zwar ist das die Thematisierung der Todesangst der Schächer, die sich hier schon in der Kreuztragung von Bosch findet. Also die Schächer, die thematisiert werden in ihrer Todesangst. Und eben hier, also bei Bosch nur ein Mönch, der ihm sozusagen versucht, die Beichte noch abzunehmen oder gut zuzureden, was ja in der Zeit Christi vollkommen undenkbar wäre, was eine Aktualisierung bedeutet. Sehr charakteristisch für Bruegel ist der Umstand, dass es eigentlich nicht auszumachen ist, welcher von den beiden Schächern der Gute bzw. der Böse sein soll. Das ist wichtig, weil in der christlichen Dogmatik ja dieses grundlegende dichotomische Denken ist, es gibt immer die Guten, es gibt die Bösen, es gibt Himmel oder Hölle, es gibt nie irgendwas dazwischen, und hier ist es so, ich habe immer meine Studis raten, also sagen, gesagt, wer ist dafür, dass der der Gute ist und wer ist dafür, dass der der Gute ist, und sie konnten sich nicht einigen, und sie konnten sich deswegen nicht einigen, weil man das nämlich nicht ausmachen kann, und es ist wichtig, weil Bruegel einfach zeigt offensichtlich, dass das nicht so einfach ist zu sagen, das sind die Guten und das sind die Bösen. Die Aktualisierung des Geschehens, also mit Beichte, aber vor allem damit, dass es nicht nur jetzt eine Kreuzigung ist, sondern dass sie hier alle möglichen anderen sozusagen Todeswerkzeuge haben, insbesondere Galgen und Räder. Also das Rad bei Bruegel ist ja ganz prominent, also das Rad, weil oft manche Leute fragen, was ist denn das Rad? Das Rad ist eines der schlimmsten Folterwerkzeuge, wo Menschen auf das Rad geflochten worden sind, also wo ihnen dann wirklich die Glieder gebrochen worden sind, die aber dann nicht sofort starben. Also das ist sozusagen eine der schlimmsten Todesarten. Und Sie sehen, dass das Rad unglaublich prominent hier im Vordergrund ist. Und wenn Sie hinten, ich hoffe, Sie können das noch sehen, hinten ist eine ganze Unzahl von Galgen. Also das heißt, es ist nicht nur die Kreuze, wo Christus gekreuzigt worden sind, sondern es sind ganz viele andere Todeswerkzeuge. Oben an dem Rad ist auch noch ein Hautfetzen von der letzten Leiche, die da oben noch hängt. Was ist jetzt sozusagen radikal anders nochmal bei Bruegel? Also es ist klar, dass er in dieser Tradition steht, auch in der Tradition, wo eben die Kreuztragung eigentlich aktualisiert wird. Aber er macht jetzt nochmal was anderes, nämlich er kehrt das Verhältnis von zeitgenössisch gekleideten Figuren und biblischen Figuren um. Also in allen Versionen vor Bruegel, auch bei Peter Arzen, der ihm so nahe ist, sind die Akteure in der Kreuztragung biblisch gekleidet und die Bauern, es sind Bauern davor, die in dieser Repoussoir-Schicht sind, die sind zeitgenössisch gekleidet. Und Bruegel kehrt das um. Wenn Sie sich das anschauen, in der Kreuztragung von Bruegel sind alle innerhalb der Kreuztragung durchaus zeitgenössisch profan gekleidet, und in der hervorgehobenen Repoussoir-Schicht sind nicht die Bauern, die zuschauen, sondern die
Andachtsgruppe. Die Gruppe mit Johannes und Maria und den beiden Marien. Nun, wenn man sich das genau anschaut, ich habe das vorher kurz erwähnt, ist es so, dass diese Gruppe in jeder Beziehung hervorgehoben wird. Erstens sind sie viel zu groß, aber vor allem haben sie einen ganz anderen Figurenstil als die Figuren sozusagen im Restbild. Und wenn Sie sich die Figuren genauer anschauen, dann sehen Sie, also vor allem bei der linken Figur, sehen Sie, dass das eigentlich eine Art spätgotischer Figur ist, die noch diesen S-Schwung haben, sehen Sie das? Und diese dann oben, also unten breit aufgefächerten Gewänder und eine ganz bestimmte Mode, nämlich enge Taille und dann so ein Tuch, so ein Gürtel, der dann so runterhängt und diese Puffärmel. Und das erinnert natürlich an Roger van der Weyden. Und Roger van der Weyden, Roger van der Weyden lebt, also das Bild ist mehr als ein Jahrhundert vor Bruegel, ja. Es ist Mitte des 15. Jahrhunderts. Dieser Rückgriff von Roger van der Weyden ist auch von der Forschung angesprochen worden, aber er wurde eigentlich immer nur formalistisch gedeutet als eine archaisierende Reminiszenz auf die niederländische Bildtradition. Mark Meadow zum Beispiel hat sich in seinem Artikel Bruegel's Procession to Calvary, Emulatio and the Space of Vernacular Style, explizit mit dieser Figurengruppe auseinandergesetzt. Er deutet sie in Zusammenhang mit einer prinzipiellen kunsttheoretischen Debatte zwischen Befürwortern der antikisierenden, italienisierenden Richtung und solchen, die sich bewusst in der eigenen niederländischen Tradition verortet haben. Bruegel von Ortelius und anderen Zeitgenossen immer wieder als der große Künstler der Imitatio gerühmt, habe mit diesem bewussten Rückgriff in durchaus humanistischem Geist das historische Interesse an der eigenen Tradition bekundet. Also die Forschung sieht das sozusagen einfach als eine innerkünstlerische Frage, dass Bruegel sich hiermit bewusst auf die niederländische Tradition bezieht. Meines Erachtens, also das stimmt durchaus, aber meines Erachtens greift diese Analyse zu kurz. Bruegel zitiert ausgerechnet Roger van der Weyden und nicht etwa Jan van Eyck oder den Meister von Flemal, also Robert Campin, die beiden großen Realisten der frühniederländischen Malerei. Also, wieso ausgerechnet Roger van der Weyden? Roger van der Weyden, der mehr als 100 Jahre vor Bruegel gearbeitet hat, steht für das spätmittelalterliche Andachtsbild schlechthin. Also, Sie kennen alle Jan van Eyck und eben Robert Campin, den man früher als Meister von Flemal bezeichnet hat. Das sind die großen Realisten, ja. Und mit der nächsten Generation Roger van der Weyden gibt es eigentlich ein gewisses Rollback, der einerseits diesen Realismus übernommen hat, aber gleichzeitig sozusagen das spätmittelalterliche Andachtsbild und diese höfische Tradition eigentlich wieder weiter geführt hat. Also wenn Bruegel sich wirklich, wenn es Bruegel nur darum gegangen wäre, sich auf die großen Niederländer zu beziehen, hätte er sich doch, denke ich, mir auf die großen Realisten bezogen, die eigentlich ihm näher sind. Nein, er bezieht sich jetzt auf Roger van der Weyden, der, wie gesagt, für das Andachtsbild, für das spätmittelalterliche Andachtsbild steht. Das Andachtsbild inszeniert mit seinem dramatischen Nahausschnitt und der Isolierung heiliger Personen eine pathetische Stimmungslage, appelliert an die Identifikation des Betrachters und fordert zum Nachvollzug auf. Bruegel zitiert das Andachtsbild und setzt es in eine aktualisierte und profanisierte Hinrichtungsszene. Er integriert die Klagegruppe nicht in die narrative Szene, wie dies bei anderen Meistern, die derselben ikonografischen Traditionen der Fall ist. Also es gibt viele Bilder in dieser Tradition, teilweise fehlt diese Gruppe so, fehlt sie einfach, aber oft ist sie vorhanden, Maria mit Johannes und den Klagen, aber sie ist sozusagen in der Nähe von Christus, im Bild selbst, aber nicht herausgehoben. Vielmehr setzt er demonstrativ zwei unterschiedliche Repräsentationssysteme, zwei unterschiedliche Codes nebeneinander.
das narrative Bild neben das Andachtsbild, das profane neben das sakrale Bild. Damit wird das Andachtsbild verfremdet und seine eigentliche Funktion, die Compassio, also das Mitleiden, verunmöglicht. Das Andachtsbild wird so vielmehr als eine spezifische Bildform neben anderen möglichen Bildformen kenntlich. Also das Zitat des Andachtsbildes kann kein Andachtsbild mehr sein. Also ich denke mir, wenn er das Andachtsbild zitiert, ist das kein Andachtsbild mehr, sondern er setzt eben zwei verschiedene Repräsentationsformen nebeneinander. Aufschlussreich in diesem Zusammenhang ist auch die Figur der Frau, die mit dem Rücken zu Christus der Beweinungsgruppe zugewandt, ein großes weißes am unteren Rand besticktes Tuch vor ihr Gesicht hält, offensichtlich um ihre Tränen zu trocknen. Sie assoziiert die heilige Veronika mit dem Schweißtuch. Die heilige Veronika ist innerhalb der hier zur Diskussion stehenden Ikonografie der Kreuztragung mehrfach dargestellt worden. Also es gibt viele Kreuztragungen, wo wir tatsächlich die heilige Veronika im Bild haben mit dem Schweißtuch. Das Schweißtuch steht für Vera Ikon, also Veronika ist einfach von Vera Ikon. Vera Ikon heißt das wahre Bild Christi. Und diente so gleichsam als Legitimation für die Wahrheit des Abbildes Christi. Diese Vera-Ikon der Veronika geht auf eine Legende des 13. Jahrhunderts zurück. Die lebt ja also heute noch weiter, denken Sie an das Turiner Grabtuch, wo immer noch Leute glauben, dass es sozusagen der Abdruck Christi sei. Es ist eben eines der Legenden, die das wahre Antlitz Christi verbürgen sollen. Und ich mache jetzt einen kleinen Exkurs. Wie sich das verhalten hat mit diesem Vera-Ikon. Also man muss wissen, dass, also nur kurz einfach, damit Ihnen das nochmal klar ist, nach Christi Tod, 200 Jahre, gibt es überhaupt keine Bilder in der christlichen Religion. 200 Jahre, lange Zeit. Weil sie sozusagen, so wie das Judentum, aus dem das Christentum entstanden ist, der Meinung waren, man kann Gott nicht abbilden. Gott ist unsichtbar und das ist nicht sozusagen vorstellbar in dem Sinn wie ein Mensch und natürlich in scharfen Kontrast und Widerstand gegen die heidnische Bilder- und Kaiserverehrung. Und dann gab es im 3., 4., 5. Jahrhundert, gab es dann ganz unterschiedliche Gottesbilder. Also die schauen teilweise aus wie jugendliche griechische Heroen, wie griechische Philosophen oder wie Herrscher, ganz unterschiedlich. Und dann im 6. Jahrhundert taucht im Osten, also in Byzanz, im 6. Jahrhundert, also man muss sich immer überlegen, was das für unfassbare Zeiten sind, ja? Im 6. Jahrhundert tauchen jetzt einzelne Bilder auf mit einem Authentizitätsanspruch. Und das ist vor allem diese sogenannte Sinai-Ikone, sehr wahrscheinlich aus dem 6., 7. Jahrhundert, die eigentlich dann sozusagen zu sowas geworden ist wie einem Urtypus von Christus. Christus, der dann sehr, also das ist auch noch eine andere Diskussion, Christus, der teilweise mit Gottvater identifiziert worden ist, Pantokrator teilweise nicht, aber im Prinzip ist es sozusagen ja, der Pantokrator. Das ist eine Form, die allmählich gefunden worden ist, wo natürlich genialerweise verschiedene Elemente miteinander verschmolzen sind und die dadurch jetzt so stilbildend werden konnte. Das ist sozusagen die Verbindung göttlich-menschlicher Natur, doch noch irgendwie die Erinnerung an das Kaiserbild, an das Götterbild des Asklepios, an die Fayum-Totenporträts. Es ist sozusagen Auctoritas und es ist doch von sinnlicher
Präsenz von Schönheit und Eleganz. Aber doch hat es eingefallene Wangen, Augen, die leicht asymmetrisch sind, ein Blick, den man nicht einfangen kann. Immer mit dem Buch und eben dem Segensgestus. Nachdem das Bild aufgetaucht ist, kurz danach kommt in Byzanz der Ikonoklasmus, also ein Jahrhundert, wo eben wieder ein komplettes Bilderverbot da war. Nach dem Ende des Ikonoklasmus im 9. Jahrhundert ist es dann natürlich wieder ein Problem eines authentischen Gottesbildes, weil im Ikonoklasmus war genau das, also unter anderem in der Theoriediskussion, die Frage, gibt es sowas wie ein Gottesbild? Und nun tauchen eben Bilder auf, die angeblich nicht von Menschenhand gemacht worden seien. Acheropoieta, also Bilder, die nicht von Menschenhand gemacht seien. Und da gibt es ein Bild, das ich führe das jetzt nicht weiter aus, was eben nach Konstantinopel gekommen ist, etc. und was eben direkt sozusagen ein Abdruck Christi gewesen sei. Aber diese Sinai-Ikone hat sich im Prinzip mehr oder weniger ungefähr eben durchgesetzt. Ich finde es unglaublich bemerkenswert, dass es viele Jahrhunderte gedauert hat, bis das angeblich authentische Gottesbild aufgetaucht ist. Also Sie sehen, dass das natürlich kein authentisches Gottesbild ist, sondern ein menschliches Produkt, das dann als göttlich ausgegeben und rezipiert wird. Und natürlich spätere Ikonen, vor allem in der byzantinischen Kunst, die dann über Jahrhunderte bis heute immer wieder wiederholt werden, immer wieder mit der Vorstellung, in der byzantinischen Kunst ja anders als in der westlichen, wo es immer das Wichtigste war, dass man so genau wie möglich das wiedergibt, um möglichst nah an diesem authentischen Bild zu sein. Deswegen gibt es in der byzantinischen Kunst im Unterschied zur westlichen auch praktisch kaum eine Veränderung. Ja, und das Schmeißtuch der Veronika ist die westliche Variante dieser Geschichte, des Begehrens nach einem wahren Abbild Christi. Und die Legende beginnt im 13. Jahrhundert und dann eben die Bilder im Wesentlichen etwas später. Hier zeige ich Ihnen den sogenannten Meister der heiligen Veronika, 1419, und ein Bild vom Meister von Flemal oder wie man ihn heute nennt, Robert Campin, mit diesem Vera-Ikon. Und sehr schön finde ich dieses Bild von Robert Campin mit diesem praktisch durchsichtigen Schleierchen, weil hier wirklich die Vorstellung ist, das ist komplett durchsichtig und deswegen ist das, was man dann sieht, eben ein wirklicher Abdruck. Also das nur sozusagen als kurzer Exkurs. Wir kommen wieder zu Bruegel zurück. Bruegel verkehrt diese Figur in ihr Gegenteil, abgewandt von Christus, hält sie das Tuch an ihr eigenes Gesicht und präsentiert dem Betrachter lediglich eine weiße, leere Fläche. In den Arbeiten von David Friedberg und Hans Belting zur Kunst des 16. Jahrhunderts ist überzeugend dargelegt worden, dass über Bilder dieser Zeit in Deutschland und den Niederlanden nicht gesprochen werden kann, ohne den damals stattfindenden Bilderstreit mitzureflektieren. In dem Bilderstreit ging es bekanntlich um den Status des Bildes, insbesondere um seine Funktion als Andachtsbild. Die Reformatoren lehnten die bildliche Repräsentation Gottes in Form des Andachtsbildes radikal ab. Der Streit um den Status des Bildes war ein zentraler Punkt innerhalb der Reformation. 2 Jahre nach Vollendung des Bruegel-Bildes begann der niederländische Bildersturm. Man kann Bruegels Kreuztagung als Kommentar zur Veränderung der Funktion des religiösen Bildes lesen. Das heterogene, stilistisch bewusst differenzierte Nebeneinander von Hauptszene und Beweinungsgruppe verweist auf den unüberbrückbar gewordenen Abgrund zwischen dem Profanen und dem Sakralen. Bruegel thematisiert so gleichsam das Ende des Andachtsbildes. Bruegel bezieht sich in seinem Bild konkret auf die aktuellen religiösen und politischen Konflikte. Die rot gekleideten Schergen finden sich in keiner ikonografischen Tradition. Aber diese Tracht trug die wallonische Polizeitruppe der Habsburger, die van Waneweyck in seinem Spiegel der niederländischen Geschichte von 1568
als rote Bänden oder rote Rocks, Rotröcke bezeichnet hat. Das heißt, es ist ziemlich klar, denke ich mir, dass man diese, also die ganzen Reiter da auf ihren Pferden haben alle diese roten Gewänder an, die ja auch ziemlich rausleuchten aus dem Bild. Und ich denke mir, da das nicht sozusagen von einer ikonografischen Bildtradition herkommt, aber in der realen Geschichte vorgekommen ist, dass das ein ziemlich klarer Bezug ist. Und die Fahne, Sie können nochmal das sich im Original anschauen, die Fahne ist unglaublich ausgeblasst, aber man sieht immerhin noch den habsburgischen kaiserlichen Doppeladler. Sehr dünn, sehr schmal, aber trotzdem. Die Brisanz des Bildes ist nur zu verstehen, wenn man es im Kontext mit der zeitgenössischen historischen Situation betrachtet, die durch die massive Verfolgung von Nichtkatholiken, durch die spanische Inquisition, soziale Spannungen und den Auftakt der niederländischen Erhebung gegen Spanisch-Habsburg gekennzeichnet ist. Also just im Jahr 1564, also das ist genau in dem Entstehungsjahr des Bildes, wurde das Dekret des Tridentinischen Konzils von Margarete von Parma, also der Statthalterin der Niederlande, veröffentlicht. Philipp II. Nutzte die Ergebnisse des Konzils zur radikalen Verschärfung der Inquisition und Verfolgung von Nichtkatholiken, was wiederum zur Bildung des organisierten Widerstands der Gruppe der Geusen führte. Also dieses Ergebnis, dieses Konzils, das hat ja sehr lange gedauert, das Tridentinische Konzil, ist, wie Sie wissen, der Auftrag zur wirklich massiven Inquisition. Und da gab es sehr viele Punkte, die sich nur mit Bildern beschäftigt haben. Und die Katholiken haben eben natürlich vehement jetzt das Andachtsbild wieder vertreten. Sie haben auf der anderen Seite sehr viele Dinge verboten, also weil sie also irgendwelche ihrer Meinung nach nicht dezenten Details in Bildern, also nackte Körperteile etc. verboten haben, was jetzt in unserem Fall keine Rolle spielt, aber im Prinzip geht es darum, dass einfach jetzt das Andachtsbild sozusagen nochmal forciert werden soll. Im August 1566 wurden die Kirchen und Klöster Antwerpens von den Bilderstürmen überrannt. Hunderte von Bildern und anderen Kunstwerken wurden zerstört. Philipps Antwort bestand in der Entsendung des Herzogs von Alba, der mit blutiger Härte gegen jede Form der Opposition vorging. In diesem Kampf gegen die habsburgische Zentralmacht waren religiöse und soziale Probleme engstens miteinander verbunden. Getragen wurde dieser Kampf zumindest in den ersten Jahren von allen gesellschaftlichen Schichten, dem Adel, dem städtischen Bürgertum und den niederen Schichten. Also in diesem Kampf waren sozusagen alle verbunden. Der Adel aus Gründen, weil sozusagen die Fremdherrschaft dem Adel irgendwie die Privilegien entzog, das Bürgertum sowieso, weil das unglaublich mit unglaublichen Steuern belastet waren, und die niederen Schichten ebenfalls sowieso, weil sie sich gegen diese Fremdherrschaft gewandt haben, und die Religion sozusagen, also die verschiedene waren, also Lutheraner, Calvinisten, Täufer etc., aber alle wurden sozusagen aufgrund ihrer Religion verfolgt und haben sich dann sozusagen aufgrund ihrer Religion gegen Spanisch-Habsburg verbunden. Aber, und mir scheint es immer wichtig sein, darauf immer wieder hinzuweisen, weil ich finde, es gibt nichts, was sich wiederholt in der Geschichte, aber es gibt gewisse strukturelle Dinge, die sich schon, also sozusagen wiederholen oder sehr ähnlich sind. Immer wenn es um angebliche, nur religiöse Fragen geht, geht es nie nur um religiöse Fragen, sondern es geht immer um soziale Fragen, es geht immer auch um Machtfragen, die dann sozusagen die Religion auch instrumentalisieren. Ja. Bruegel hat die Halbkreiskomposition, die ursprünglich in der eickischen Erfindung die Funktion hatte, den Ablauf des Geschehens zu versinnbildlichen, der Kreisform angenähert, was durch die Bewegung um den Felsen in der Windmühle verdeutlicht wird. Die Windmühle, die ja unglaublich merkwürdig ist, weil natürlich nirgends auf der Welt, schon gar nicht in den Niederlanden, gibt es eine Windmühle auf so einem Felsen. Ja. Also das heißt, wenn man so etwas sieht, in einer relativ realistischen Komposition, ist klar, das hat eine symbolische Bedeutung. Und die Windmühle steht vor allem für den ewigen Kreislauf der Dinge.
Die Form des Kreises wird durch das große Rad im rechten Vordergrund und den Kreis, den die neugierige Menschenmenge auf Golgatha gebildet hat, wiederholt. Die Komposition bewirkt weniger den Eindruck der Bewegung von der Vergangenheit in die Zukunft, als denjenigen des Kreisens, des ewigen Wiederkehrens. Also wenn Sie sich die Komposition anschaut, hat man das Gefühl, das kreist sozusagen um diesen Felsen herum, und dieses Kreisen wird betont eben nochmal durch die Betonung durch das Rad und nochmal durch den Kreis, der sich da bei Golgatha gebildet hat. Also es erweckt sozusagen den Eindruck, Christi Leiden wiederholt sich in Beutels eigener Zeit. Verwandte Vorstellungen finden sich in den Schriften des spiritualistischen Theologen Sebastian Frank, den wir schon erwähnt haben, der erasmisches Gedankengut radikalisierte und dessen Schriften in humanistischen Kreisen um Beutel sicher bekannt waren. Ich zitiere Frank: Und wenn es sich begebe, dass Christus äußerlich wiederkäme, wie er noch täglich in seinen Gliedern kommt und leidet, so kreuzigen wir ihn immerzu wieder, unserer Väter Maß an ihm erfüllend. Welt ist allweg Welt und muss sich die Kugel oder der Klotz der Welt immerzu herumwälzen, damit was heute gewesen ist, morgen nimmer sei und wiederkomme. Also sozusagen, er betont auch, dass sich alles wiederholt, kommt immer alles wieder, und wenn Christus wiederkäme, würden wir ihn wiederkreuzigen. Ich möchte noch etwas genauer auf die Semantik der ästhetischen Struktur eingehen. Die Landschaft ist in der Fläche hochgezogen und bietet somit Platz für eine riesige Menschenmasse, die streumusterartig verteilt ist. Der Ort des Betrachters ist dezentriert. Der Standort bleibt unklar, also es ist keine perspektivische Konstruktion, wo wir das Gefühl haben, wir stehen auf einem Hügel und sehen hinunter. Eine unübersehbare Masse breitet sich vor unseren Augen aus. Wir müssen uns in dieser heterogenen Bildwelt mühsam zurechtfinden. Das Auge der Betrachter schweift umher und bleibt an unzähligen Details hängen. An den verschiedenen Figuren, die selbst wiederum in ihrer Gestik und Mimik ganz unterschiedlich charakterisiert sind, deren Aufmerksamkeit sich auf eine Vielfalt von Dingen richtet. Also wenn Sie sich das Bild einmal genau anschauen, können Sie gar nicht mehr aufhören, weil Sie von einem Detail ins andere kommen, und dann sehen Sie, dass diese Figuren, die sind ja schon überhaupt nicht, sind sie auf Christus gerichtet, aber es gibt Figuren links, Bauern, die überhaupt wieder in eine ganz andere Richtung gehen, nämlich in die Stadt, sozusagen zurückgehen. Dann gibt es Kinder, die spielen, dann gibt es Zigeuner mit ihren großen, flachen Hüten. Dann gibt es Leute, die sozusagen sich verbeugen vor irgendwelchen vornehmen Herren. Es gibt einfach vollkommen unterschiedliche Dinge, die mit der Kreuztragung in dem Sinn gar nichts zu tun haben. Der Held der Geschichte, Christus, ist zu einer Bildmitte, aber er ist winzig und er geht in der Menschenmasse fast unter. Er ist das Zentrum der Bildfläche, nicht aber Mittelpunkt des Kreises, der sich um den Felsen mit der Windmühle dreht und den Handlungsablauf charakterisiert. So wird die Mitte, also das Zentrum, zum Thema gemacht und problematisiert. Ist es in dieser Welt wirklich noch so klar, wer das Zentrum besetzt? Bruegel kannte die Gesetze der Perspektive, denn er war ja in Italien gewesen. Dennoch entwarf er einen Blick auf die Welt, der zur italienischen Renaissance in diametralem Gegensatz steht. Die meisten niederländischen Künstlerkollegen von Bruegel haben die Gesetze der Perspektive und die Konzepte der Renaissance hingegen sehr wohl rezipiert. Ich zeige Ihnen als Gegensatz einfach eines dieser Klassiker, Raphael vor dem 16. Jahrhundert, wo Sie sehen, das ist wirklich sozusagen im Begriff der Renaissance. Also da muss man nicht lange hinschauen, um zu wissen, um was es sich handelt. Und Christus selbstverständlich dreht sich sozusagen hier alles auf Christus und alles sozusagen auf diese heroischen Figuren fokussiert. Bruegel zeigt uns in seinen Bildern keine auf das Subjekt ausgerichtete, durch die Perspektive geordnete Welt, keine Heroen. In Bildern eben wie die Kreuztragung, aber auch, das werden wir in einer der nächsten Stunden sehen, in den Kinderspielen oder Kampf
zwischen Fasching und Fasten wird eine Pluralität von Erzählungen und Fragmenten dargestellt. Die Welt wird in ihrer kaum überschaubaren Mannigfaltigkeit und Heterogenität vor uns ausgebreitet. Jürgen Müller hat in einer Bruegel-Monographie den Künstler als Pictor Christianus beschrieben, der die Ideen von Erasmus und von Sebastian Franck in Malerei umgesetzt habe. Bei Erasmus und vor allem bei Sebastian Franck in seiner Schrift Paradoxa von 1534 wird die Welt zur Verstellung Gottes, der nur mehr indirekt als negative Spiegelung vorhanden sei. Jede äußere materielle Form verstelle den geistigen Inhalt. Die konsequente Trennung von Geist und Buchstabe führt bei Franck zu einer vehementen Kritik aller Autoritäten, die in theologischer Hinsicht Geltung beanspruchen. Franck plädierte für die Abschaffung der Amtskirche, also ganz radikal für die Abschaffung der Kirche, stattdessen für eine unsichtbare Kirche, die er jedoch derart ausweitete, dass sie nun gleichermaßen Christen wie Heiden umfassen sollte. Diese Vorstellung von Erasmus und in radikalisierter Form bei dem damals sehr bekannten Franck mögen durchaus auch das Denken der humanistischen Kreise mitbestimmt haben, in denen Bruegel nachweislich verkehrte. Also ich glaube, wir werden das auch noch in der nächsten Stunde sehen, ich glaube schon, dass dieses Denken von Erasmus und eben auch von Franck sehr viele in Bruegels Zeit erfasst hat und dass Bruegel hier durchaus viele von diesen Gedanken aufgenommen hat. Aber meines Erachtens ist Müllers Sichtweise ein Reduktionismus in doppelter Hinsicht. Einmal kann das intellektuelle Umfeld von Bruegel keinesfalls auf Erasmus und Franck eingeschränkt werden. Also es müssen jetzt hier eben auch Vertreter wie der Geograf Ortelius und der Philosoph und Stecher Dirkhard Volkerts Kornherd genannt werden, die vor allem für Toleranz in Glaubensfragen eingetreten sind und die sich massiv gegen jeden Dogmatismus gewandt haben. Also gegen Dogmatismus hat sich auch Erasmus gewandt. Aber vor allem muss das konkrete Verhältnis zwischen diesem theologischen Diskurs und Bruegels Bilder komplexer und differenzierter gesehen werden. Erasmus und Franck lehnten Andachtsbilder radikal ab. Jürgen Müller meint nun, dass Bruegel in der Kreuztagung eine Selbstkritik der Malerei praktiziere. Er hätte in der Beweinungsgruppe ein unsichtbares Kreuz inszeniert. Also ich zitiere nochmal Franck: Entscheidend ist der Hinweis auf das unsichtbare Kreuz in uns und die daraus resultierende Notwendigkeit, die bloß äußerlichen Bilder zu überwinden. Im Sinne Franckscher Theologie sollen wir also durch die Betrachtung des Bildes realisieren, dass all die vor uns ausgebreitete Vielfalt nun und nichtig sei. Also er geht davon aus, dass wir jetzt hier in dieser Beweinungsgruppe uns dieses unsichtbare Kreuz sozusagen vorstellen sollten. Kunst wird hier zur Illustration von geschriebenem Text, und zwar von einem theologischen Konzept. Bruegels Bild ist nicht nur ein Bild und keine Sprache, sondern auch eine künstlerische Aussage gegenüber einem theoretischen, theologischen Diskurs. Und ich denke mir, es ist einfach wichtig, die spezifischen Möglichkeiten des ästhetischen Mediums ernst zu nehmen. Sebastian Franck schrieb, dass alle Materie, alles Weltliche nichtig sei, dass es nur auf das eigentliche Wort Christi ankomme. Wenn nun aber Bruegel diese ganze Welt in ihrer Vielfalt, Differenziertheit, Heterogenität, Widersprüchlichkeit und durchaus auch Schönheit bildlich vor unseren Augen ausbreitet, ist der Effekt ein anderer. Das Paradox, das Franck anspricht, nämlich die Kluft zwischen dem Göttlichen und der tatsächlichen Welt, wird erfahrbar. Bei Franck lesen wir, dass die wahre Mitte Christus sei, bei Bruegel wird dies zum Thema gemacht, zur Frage, zum Problem. Also ich denke mir, man muss sich das ganz konkret wohl in der Produktion, in der künstlerischen Produktion wie in der Rezeption vorstellen.
der Maler malt in unendlich viel Zeit, mit unendlicher Sorgfalt ein Stück Erdboden, mit allen Schattierungen, Stellen, auf die die Sonne brennt, andere, die im Schatten liegen. Er beobachtet die genaue Beschaffenheit des Bodens bei mehr oder weniger Feuchtigkeit und so weiter. Oder er malt die Stadt Jerusalem von der Luftperspektive in blaugrüne, zarte Farbigkeit getaucht, fast an Bilder von Cézanne erinnert. Die Rezipienten wiederum vollziehen diese sinnlichen Qualitäten in der Betrachtung nach. Man kann dieses Bild stundenlang anschauen und wird immer wieder etwas Neues entdecken. Und all das soll die moralisierende didaktische Wirkung haben, dass wir die Nichtigkeit dieser Welt erkennen. Also das, mir leuchtet das nicht ein. Ich glaube, dass eben, dass da, und das ist ich lege darauf so viel Wert, weil das sozusagen eine Kunstgeschichte, diese Form der Ikonologie, die Kunst immer auf Texte zurückführt, einfach zu kurz greift. Die Texte spielen eine Rolle, dieses Denken spielt eine Rolle, das bezweifle ich in keinster Weise, aber die Kunst setzt das anders um und hat eine weitere und differenziertere Sichtweise. Gut. Nun, Peter Bruegel hat sich intensiver mit der Frage des Andachtsbildes beschäftigt. Er malte dreimal die Anbetung der Könige. Eines seiner frühesten Bilder, sehr wahrscheinlich um 1556 entstanden, sehen Sie hier. Es handelt sich um ein Tüchlein, das heißt, es ist ein nicht grundiertes Leinwandbild mit Temperafarben. Also ein Tüchlein ist ein nicht grundiertes Leinwandbild mit Temperafarben. Das war relativ üblich in der Zeit. Von Bruegel gibt es einige. Da der Malgrund nicht grundiert ist, sinken die Farben ein und bewirken eine matte Farbigkeit. Also ich werde Ihnen das später noch zeigen. Bruegel hat noch, also wir kennen noch den Misanthrop und den Blindensturz in dieser Technik. Es gab sehr wahrscheinlich mehr Bilder, die aber eben nicht mehr vorhanden sind, weil sie nicht sehr haltbar sind. In diesem frühen Werk folgt er wesentlich noch einer spätmittelalterlichen Ikonografie, hat aber Züge von Hieronymus Bosch und auch von Tapisserieentwürfen übernommen. Man blickt von leicht erhöhtem Standpunkt auf eine reiche Szenerie mit einer Masse, nicht auf den biblischen Helden. Es geht um die Frage nach den Auswirkungen eines Geschehens auf die Menschen und ihre sehr unterschiedlichen Reaktionen, so wie wir das auch schon bei der Johannespredigt gesehen haben. Später hat er nochmal kurz hintereinander das Motiv der Anbetung der Könige aufgenommen. Bruegel hat sich fast nie zwei oder gar mehrmals mit derselben Thematik befasst. Diese beiden Bilder mit demselben Thema könnten unterschiedlicher nicht sein. Es ist die Anbetung der Könige im Schnee von 1563, heute in Winterthur, in der Sammlung Reinhardt, und die Anbetung der Könige von 1564, heute in London. Ich hoffe, Sie haben die Bruegel-Ausstellung gesehen, da hingen die Bilder nämlich nebeneinander, was außerordentlich aufschlussreich war. Kurz nur zu den Textquellen. Einzig Matthäus erwähnt diese Episode, den Weisen aus dem Morgenland ist ein Stern erschienen, der ihnen den Weg zur Geburtsstätte des Königs der Juden in Bethlehem wies. Ich zitiere, sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter, da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Zitat Ende. Später wurde aus den Weisen Kaspar, Melchior und Balthasar, also die bekamen dann Namen. Sie wurden dann mit den Erdteilen Europa, Asien und Afrika verbunden, meist altersmäßig differenziert. Sie verkörperten erst die Heiden, dann aber die gesamte Menschheit, die das Jesuskind sah und als Sohn Gottes erkannte. Die Bildtradition beginnt bereits im Frühchristentum. Die Epiphanie ist eines der am häufigsten dargestellten Motive der Heilsgeschichte, mit einer weitgehend gleichbleibenden Ikonografie. Also das Bedeutende ist, die Weisen sehen und erkennen in Christus den Heiland und wir sollen das natürlich auch tun. In dem kleinen Bild, das ist nur 35 auf 55 cm, der Anbetung in Winterthur, versetzt Bruegel die biblische Geschichte in seine Zeit in ein niederländisches Dorf. Die Personen sind zeitgenössisch gekleidet und gehen unterschiedlichen Tätigkeiten nach.
Erst nach intensivem Schauen entdecken wir in der linken unteren Ecke kaum sichtbar Maria und das Kind in einer Hütte. Das Christuskind ist ein winziges Etwas. Die Könige, in keiner Weise königlich gekleidet, sind nur von hinten zu sehen. Die meisten Menschen auf dem Bild nehmen das Ereignis nicht wahr. Ein Grundzug bräugelscher Kunst, den wir immer wieder begegnen werden. Es gibt nicht in der italienischen Renaissance den Fokus auf das eine zentrale Ereignis, auf den Helden. Held des Bildes ist vielmehr die Masse mit divergierenden Interessen und Beschäftigungen. Das biblische Thema tritt zurück. Es könnte sich fast ebenso gut um ein niederländisches Dorf zur Zeit Bruegels handeln. Man erhält den Eindruck, als habe sich Bruegel versucht vorzustellen, wie es denn wäre, wenn Christus hier und jetzt geboren werden würde. Eine Flüchtlingsfamilie, die nur von wenigen beachtet wird. Glaubensflüchtlinge gab es damals in den Niederlanden auch. Das Frappierendste an dem Bild aber ist der Schneefall. Die Szene spielt nicht nur im Winter. Es fallen Schneeflocken und verdecken so nicht nur für die dargestellten Personen, sondern auch für uns, die Betrachter, teilweise das Geschehen. Bruegel schafft eine Stimmung. Wir fühlen gleichsam physisch das sachte Rieseln des Schnees. Also das ist wirklich eines der unglaublichsten Bilder von Bruegel, weil er so eine Stimmung hat mit diesem Schneefall. Nun kurz danach, also ein Jahr später, ja, malt Bruegel noch einmal die Anbetung der Könige. Der Unterschied könnte größer nicht sein. Dieses Gemälde folgt der herkömmlichen Ikonografie. Großfigurig, keine Übersichtslandschaft, kein Dorf. Maria mit Kind im Zentrum, ebenso die Könige in traditioneller Kleidung. Josef hinter Maria, ein Esel und das Gefolge. Auf den ersten Blick, Sie sehen hier einfach ein Beispiel von Hugo van der Goes, folgt die Anlage der Bildtradition. Aber die konkrete Ausführung ist schlicht eine Ungeheuerlichkeit. Ich zeige Ihnen hier ein anderes Beispiel, Gerard David aus dem frühen 16. Jahrhundert. Maria mit niedergeschlagenen Augen und halb verdecktem Gesicht präsentiert ihr Kind. Aber dieses Jesuskind wendet sich nicht dem knienden König zu, sondern von ihm ab. Bereits Tolney hat darauf aufmerksam gemacht, dass Bruegel bei der eigenartigen Torsion des Kinderkörpers von Michelangelos Brügger Madonna inspiriert war, die er in Brügge ja tatsächlich gesehen haben kann. Also das leuchtet mir total ein, nur denke ich mir, das ist sozusagen einfach eine ikonografische Untersuchung, kann man sagen, er hat den Michelangelo gesehen und hat das nachgemacht, aber die Frage ist doch dann immer, naja, und was hat das dann für einen Effekt? Die Könige selbst, die sonst ausnahmslos als weise und mächtig repräsentiert wurden und mit möglichst prunkvoller Kleidung werden persifliert. Balthasar, der Älteste, das Gesicht in verlorenem Profil mit schütterem Haar scheint in seine Gewänder nicht zu passen. Der Ärmel des rosa Mantels ist viel zu lang, der Mantel selbst zu kurz. Dahinter Melchior mit bäuerlich derbem Gesicht, hängenden Mundwinkeln und halb geschlossenen Augen in gekrümmter Haltung, als ob ihn die Gicht plagte. Rechts außen der Moor Kaspar in einem weißen Fantasiegewand, mit Kapuze und Zotteln. Zu Recht wurde auf die Verwandtschaft mit dem König in Boschs Epiphanie verwiesen. Also das scheint mir ziemlich klar zu sein, kann er den Bosch ja wahrscheinlich auch gekannt haben, aber dieses unglaublich eigenartige weiße Gewand. Und im Unterschied zu den anderen ist ja der Kaspar auch eine aufrechte, monumentale Figur. Kaspar schaut nicht auf das Kind, sondern richtet seinen Blick auf etwas außerhalb des Bildes. Josef hinter Maria hält einen großen, runden Hut vor sein Geschlecht. Die Forschung hat darin, meines Erachtens zu Recht, einen Hinweis auf seine Nichtvaterschaft gesehen.
Ihm flüstert eine fragwürdige Gestalt etwas ins Ohr. Also ich habe mir gedacht, das ist ja unglaublich merkwürdig, ja? Dass man sich so vorstellen kann, dass es die Vorstellung, also die Assoziation anregt, dass er sagt, sag mal, wer ist denn der Vater von diesem Kind? Rechts dahinter zwei zweifelhafte Figuren, einer dümmlich blickend, der andere mit Brille ebenso. Direkt hinter Maria ein riesengroßer Soldat mit einer Waffe. Links schließt eine isokephale Gruppe von Bewaffneten hermetisch die Szene ab. Der vorderste Mann im roten Gewand hält zudem eine Armbrust. Niemals vorher wurden die Könige dermaßen karikiert. Niemals waren bewaffnete Soldaten bei der Anmetung dabei. Und niemals gab es einen, der Josef ungehörig etwas ins Ohr flüstert. Also ich denke mir, für die Rezipienten, die eine ziemlich klare und eindeutige Tradition gewohnt waren, wie eine Epiphanie dargestellt worden ist, muss das unglaublich verblüffend und höchst irritierend gewesen sein. Zu Recht haben Körner und Müller bemerkt, dass es beim Thema der Epiphanie um Sehen und Erkennen geht. Also die heidnischen Könige haben Christus gesehen und als Sohn Gottes erkannt. In Breugels Interpretation erkennt hier niemand nichts. Der Soldat hinter Maria mit dem Stirnblick scheint auf die kostbaren Geschenke zu blicken, aber nicht auf das Christuskind. Meines Erachtens gibt es noch eine zweite Ebene. Maria und vor allem das Christuskind heben sich nicht als Idealfiguren von den anderen ab. In der Kreuztragung haben wir gesehen, dass sich Breugel mit der damals heftig diskutierten Frage des Andachtsbildes beschäftigte. Die Anbetung der Könige ist ein Devotionsbild, ein Bild, das uns auffordert, es den Königen gleichzutun und Christus anzubeten. Also das ist an sich ein Andachtsbild. In Breugels Bild ist im Vordergrund ein Platz freigelassen, den wir einnehmen können. Ich frage, was hat es zu bedeuten, wenn Breugel die traditionelle Ikonografie der Epiphanie aufruft und sie dann ironisch spricht? Ich denke, dass er damit das Format des Andachtsbildes per se in Frage stellt. Vor diesem Bild kann man nicht in Andacht versinken. In der Breugel-Ausstellung hingen die beiden Anbetungen nebeneinander und haben sich gegenseitig kontextualisiert. Also das fand ich, also es gibt ja eben Ausstellungen, wo wirklich über die Ausstellung irgendwas deutlich wird. Und ich fand das großartig, dass diese beiden Bilder nebeneinander hingen, weil dadurch sozusagen diese Diskrepanz bei einem gleichen Thema so deutlich geworden ist. Und ich denke mir, dass für Breugel ein biblisches Thema wie die Anbetung der Könige, also ein Devotionsbild, entweder realistisch in die eigene Zeit versetzt werden konnte, oder aber, wenn er der religiösen Ikonografie also folgen sollte, nur ironisch gebrochen werden konnte. Die Londoner Anbetung ist im selben Jahr gemalt worden wie die Kreuztragung, einer Zeit, in der heftigst über die Funktion von Bildern debattiert worden ist, eben zwei Jahre vor dem Bildersturm. Und mir ist noch etwas aufgefallen. Breugel war offensichtlich in der Lage, seinen Stilmodus dem Thema anzupassen. Fast gleichzeitig konnte er kleinfigurige Massenszenen und großfigurige Bilder schaffen. Das scheint mir bemerkenswert, angesichts der Debatte um mögliche Datierungen nicht datierter Bilder von Breugel. Im Allgemeinen geht man davon aus, und im Allgemeinen stimmt es auch weitgehend, dass er von diesen kleinfigurigen Bildern erst in den letzten Jahren zu großfigurigen wechselten. Aber im Allgemeinen wird dieser Wechsel in die, also 1566 angesetzt, und das ist 64, und ist eben kurz nach diesem Bild in der Sammlung Reinhardt. Und ich finde das schon sehr erstaunlich. Also ich habe das Gefühl, dass er eben je nachdem, um was es sozusagen geht, auch seinen Stilmodus dem sozusagen anpassen kann. Ja, ich möchte Ihnen zum Abschluss noch ein anderes Bild zeigen. Also bei der Frage sozusagen, ist das überhaupt möglich in der Zeit, Bilder zu machen, die sich
so kritisch mit Andachtsbildern beschäftigen. Einerseits in der Grafik, die Grafik ist aber natürlich hier was anderes, weil es hier viele, also sagen wir mal, unglaublich kritische Werke gab in jeder Beziehung. Hier sehen Sie eins, wo der Bildersturm also wirklich dargestellt wird. Also Sie sehen hier eine Kirche und Massen von Leuten, die hier mit hohem Aufwand, mit Leitern etc. die Bilder runterholen, die Scheiben zerschlagen, die Skulpturen zerschlagen, die Gemälde zerschlagen etc. Also dass das sozusagen auch künstlerisch dokumentiert worden ist. Aber ich möchte Ihnen noch ein Gemälde zeigen, was zwar ganz anders als Bruegel, aber sich schon auch mit dieser ikonoklastischen Thematik und der Frage des Andachtsbildes beschäftigt. Leider ist das nicht, ist das etwas unscharf, aber ich hoffe, dass Sie es doch sehen. Das ist ein Bild von einem anonymen Künstler. Das ist, muss in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts entstanden sein. Es befindet sich heute im Museum in Douai. Wir sehen in dem Gemälde ein Bild im Bild. Also wir sehen im Bild, ein Bild im Bild, und das Bild im Bild ist eine Anbetung der Könige. Also Sie sehen das, dass rechts und unten belegt ein Rahmen, dass es sich um ein Bild im Bild handelt und nicht sozusagen um eine reale Szene, obwohl man das schwer sieht zuerst, weil die sozusagen im gleichen Modus gemalt sind. Von rechts kommen drei männliche Personen, um das Bild zu attackieren. Ein Ungläubiger als Türke apostrophiert, ein Bauer mit einer sensenartigen Waffe und ein Geistlicher, wobei nicht ganz klar ist, ob der ein protestantischer Geistlicher ist oder aber ein Mönch, der versucht, die Attacke zu verhindern. Der vordere Mann zielt mit seiner Lanze auf die Kehle der Madonna. Also Bildzerstörung wird mit Mord gleichgesetzt. Die realen Figuren haben in Größe, Farbigkeit, Plastizität, kurz in ihrer gesamten Gestaltung den gleichen Realitätsgrad wie die Figuren im Gemälde der Anbetung. Im Hintergrund deutet eine kahle Dachkonstruktion auf die neu zu bauende, schmuck- und bilderlose protestantische Kirche. Also natürlich sind die Aussagen dieser beiden Bilder grundverschieden. Ja? Dieser anonyme Künstler kritisiert die Bilderstürme. Bruegel hingegen kritisiert äußerliche religiöse Praktiken und damit auch die Bildanbetung. Aber gemeinsam ist den beiden die Problematisierung des Andachtsbildes in Zeiten der Bildzerstörung am Beispiel der Epiphanie. Ja, wir sehen uns nächste Woche.